So, moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um FUK, das System. Frei, universell, kartenbasiert. Genau das ist die Erklärung, was FUK eigentlich bedeuten soll und steht eigentlich quasi schon drunter. Wir schauen uns das Buch an. Herausgegeben wurde das Ganze von Manifest Games. Viel Spaß! Ja, wir befinden uns im Vorwort von FUK und werden hier in dem Buch durch das Ganze geführt von dem Maskottchen Jamie. Die taucht hier immer mal wieder auf, immer mal wieder neu gezeichnet mit verschiedenen Accessoires, die sie dann dabei hat. Und ja, die ist immer dann hier abgebildet. Unten rechts können wir erkennen, wofür FUK eigentlich steht. Und das lässt uns auch aufhorchen. Es ist frei und flexibel, universell und unkonventionell und kreativ und kartenbasiert. Und bei dem Wort kartenbasiert habe ich tatsächlich aufgemerkt, es geht nicht um Pokerkarten oder Skatkarten wie bei Deadlands beispielsweise, sondern um Karteikarten, die man sich selbst basteln kann. Man kann die natürlich auch kaufen, das würde dann hinten noch einmal abgedruckt sein, wie das dann aussieht, aber man kann sie sich eben auch selber machen. Man kann auch DIN A4 Blätter zusammen ja, schneiden oder man kann eben es eben auch auf einem DIN A4 Blatt spielen, wenn man das nicht auseinanderreißen möchte. Aber die Möglichkeiten und die Mittel sind da und dazu werde ich am Ende auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, am Anfang geht es natürlich wie immer um die Charaktergenerierung und das kann man sich dann hier ansehen. Das sollte eigentlich nichts Neues sein. Intelligenz, Willenskraft, Wahrnehmung und so weiter, das kann man hier alles erkennen. Aber da sieht man dann auch schon auf der unteren rechten Seite so eine Fertigkeitenkarte. Wie das hier alles aussieht, man darf sich eine Fertigkeit aussuchen, Tatort untersuchen mit der Eigenschaft Wahrnehmung. Da steht dann ein kleines WA für Wahrnehmung drin. Das kann man also sehr, sehr speziell machen. Man kann es allerdings auch sehr allgemein halten. Man kann sich dann diese Fertigkeiten selbst zusammenstellen. Der Charakter war einmal Polizist und ist nun Privatdetektiv. Das ist so ein bisschen diese Geschichte dazu, warum er Tatorte untersuchen kann. Man kann das allerdings auch sehr offen halten, wie Boxen beispielsweise. Wenn ich also boxen möchte, dann kann ich das mit beispielsweise Stärke machen oder mit anderen Fähigkeiten, muss ich mir dann selber überlegen, kann ich mit Konstitution boxen. Und je nachdem, wie speziell diese Fertigkeit definiert ist, kann man dann mehr oder weniger Punkte darauf verteilen, beziehungsweise der Spielleiter kann das dann bei den jeweiligen Fertigkeiten machen. Es ist ein Pool-System, man kann zu der Charaktergenerierung, man bekommt verschiedene Eigenschaftspunkte, die man dann auf Intelligenz, Wahrnehmung und so weiter verteilen kann. Das sind insgesamt dann 20 Punkte, die man dann verteilen kann. Und daraus leiten sich dann auch Gesundheitsaspekte ab oder wie gut ich angreifen oder verteidigen kann. Also all das wird dann aus diesen Fertigkeiten berechnet. Je nachdem, wie viele Punkte ich dann in Intelligenz, Willenskraft, Wahrnehmung und so weiter habe, wird das dann eben auch mein Würfelpool bestimmen. Und wenn ich eine Fertigkeit würfeln möchte, beispielsweise ich möchte jetzt an einem Tatort irgendwas untersuchen, dann kann der Spielleiter sagen, würfel doch einmal auf Wahrnehmung, um das Ganze zu untersuchen und auch auf Intelligenz, um dann diese Sachen, die man dann gefunden hat, auch zu deuten. Das heißt, man bekommt einen Würfelpool immer aus zwei Eigenschaftswerten, die dann der Spielleiter vor jedem Wurf dann ja selbst so definiert. Oh, das kann eben auch sein, dass man zweimal Wahrnehmung würfelt und dann ist der Pool ein bisschen größer. Und ich habe ganz zufällig habe ich eine Fertigkeitskarte, die genau das auch beschreibt. Zum Beispiel Tatort untersuchen und ich bekomme dann einen Bonuswürfel darauf. Das heißt, ich bekomme nicht nur meine doppelten Wahrnehmungswert als Würfelpool, sondern eben zusätzlich noch einen weiteren für den Tatort, der dann untersucht wird. Ich kann jetzt allerdings auch Beispiele, die hier gegeben sind. Ich möchte auf Medizin würfeln, beziehungsweise Erste Hilfe, habe jetzt aber keine Fertigkeitskarte, die sagt, dass ich Medizin kann. Dann überlegt sich der Spielleiter, okay, würfel mal auf Geschick und würfel mal auf Intelligenz, ne? Weil da muss man natürlich auch so ein bisschen überlegen, wie kann man jetzt diesen Knochen schienen. Das ist natürlich auch ein bisschen mit Intelligenz verbunden, behaupte ich jetzt einfach mal. Also Geschick, die Fingerfertigkeit und die Intelligenz. Und jetzt habe ich keine Fertigkeitskarte, die sagt, dass ich Mediziner bin, aber, und das finde ich ganz interessant, ich bin Fahrer, beziehungsweise ich kann Auto fahren. Ich habe eine Fertigkeitskarte, die sagt, dass ich Auto fahren kann. Und da kann man jetzt definieren oder mit dem Spielleiter verhandeln, da macht man ja vorher auch einen Erste-Hilfe-Kurs.
Das heißt, wenn ich Fahrzeuge lenken kann, bin ich definitiv irgendwann mal in Erste Hilfe ausgebildet worden. Und dann gibt der Spielleiter, nachdem er sich das angehört hat und diesen Vorschlag dann zur Kenntnis genommen hat, kann er sagen, ja, du bekommst auch diesen Bonuspunkt. Nehmen wir an, ich habe in Geschick 2 Punkte, ich habe in Intelligenz 2 Punkte, dann habe ich insgesamt 4 Punkte, 4 W6er und dann bekomme ich noch einen zusätzlichen Punkt aus meiner Eigenschaftskarte. Das sind insgesamt 5 Würfel, die ich habe. Wir haben immer W6er, das sind die ganz normalen von Monopoly oder von Mensch ärgere dich nicht und alles, was 5 oder 6 ist, ist ein Erfolg. Ich muss eine bestimmte Anzahl von Erfolgen erzielen. Beispielsweise für eine normale Probe muss ich mindestens eine 5 oder 6 haben. Möchte ich jetzt eine einfache Probe schmeißen, die nicht sonderlich schwierig ist, dann brauche ich nur einen einzigen Erfolg. Bei 5 Würfeln und einer 5 oder 6 Erfolg sollte das höchstwahrscheinlich drin sein. Wenn ich jetzt allerdings einen normalen Erfolg oder einen schwierigen Erfolg habe, dann staffelt sich das so ein bisschen und dementsprechend brauche ich mehr und mehr Punkte, die ich dann eben bekomme, beziehungsweise Fünfen und Sechsen, die dann als Erfolge sind. Ich habe auch sowas wie Schicksalspunkte, die nennen sich einfach hier Fuck-Punkte. Und mit denen kann ich im Vorfeld sagen, ich würde ganz gerne auch, dass die 4 ein Erfolg ist. Ich kann aber auch sagen, dass ich meine Misserfolge, also die 1 bis 4, nochmal neu würfeln möchte. Außer auch das geht. Insgesamt habe ich 3 Schicksalspunkte zur Verfügung, 3 Fuck-Punkte zu jeder Sitzung. Und wenn ich mir das so ansehe mit diesen Schwierigkeitswürfeln, dann habe ich bereits das System innerhalb von 5 Minuten erklärt. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, ich habe an sich 12 Fertigkeiten, die ich nach und nach verteilen kann. Die können sehr speziell sein, die können aber eben auch weniger speziell sein. Die Power-Gamer werden sicherlich dann sehr allgemein halten. Beispielsweise, ich habe den Beruf Hitman oder ich bin Boxer. Ich bin am Schießeisen ausgebildet, wie auch immer, in welchem System auch immer man spielt. Das kann also sehr, sehr allgemein halten sein. Es kann allerdings auch sehr speziell sein, dass man zum Beispiel sagen kann, dass man gerne im Schnee golfen geht. Und dann muss man sich eben überlegen, wie man diesen im Schnee golfen Aspekt benutzen kann. Ja, ich habe schon das mystische Wort gesagt, Aspekt, denn ja, es wird hier schon Fertigkeit genannt. Ich vergleiche dieses System doch ganz gerne dann auch mit Fate. Es ist nicht ganz so sehr auf einer Metaebene, aber man kann hier schon so ein bisschen dann mit dem Spielleiter auf einer Metaebene verhandeln. Das ist hier aber eher lustig gehalten. Ich finde, das zieht sich auch so ein bisschen durch das Buch, dass es sehr lustig geschrieben ist. Also ja, es nimmt sich vielleicht nicht ganz selbst ernst, aber das finde ich auch gar nicht, das finde ich auch gar nicht schlimm. Ja, zudem gibt es dann auch noch die Regeln, sehr also ja, schlank gehalten, wie ein Kampf funktioniert, sowohl der Nahkampf als auch der Fernkampf. Man kann dann hier auch schon wieder die Anekdoten an der Seite erkennen, wer sie dann hier wiedererkennt, Kill Bill, beziehungsweise unsere Jamie. Das zieht sich so ein bisschen durch das Buch, dass hier Anspielungen gemacht werden, die vielleicht nicht jeder versteht. Es ist viel Nerdkram dabei. Jamie sieht mal so und so aus. Es gibt dann allerdings auch Waffen, die dann hier im späteren Verlauf vorgestellt werden, wie eine Kanone aus dem Worms-Universum beispielsweise, wer noch das alte Computerspiel kennt. Oder es werden Andeutungen und Anspielungen gemacht auf Star Wars mit Laserschwertern. Es gibt Ninja, Geister, Samurai, Schwerter, die ganz generell dann so ein bisschen auf dieses Ninja-Setting hinweisen oder Warhammer-esque wird das dann, wenn man mit irgendwelchen Psi-Geißeln spielt oder also es ist eine ganze Menge dabei, wo das Nerd-Herz höher schlägt, wo man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss, damit man das auch erkennt, damit dann eben auch das rechtlich alles abgesichert ist. Aber hier hat man sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, Kampf wird abgehandelt, Fernkampf wird natürlich abgehandelt. Jedes Universalregelsystem braucht natürlich dann auch Sachen, die dann einem im Kampf helfen. Wird ja alles erklärt, kurz und bündig. Es sollte nichts Erstaunliches dabei sein, wie sowas abläuft. Diese Seite finde ich ganz interessant, weil sie viel über das System aussagt, an wen es sich richtet. Ich habe mal überlegt, wie die Zielgruppe von dem System aussieht und ja, ich meine jetzt auf alle Fälle die rechte Seite. Pausiert gerne mal das Video und lest sie euch komplett durch, auch wenn das ein absolut unnützes Diagramm ist, aber es macht Spaß, das zu lesen. Ich finde, das System richtet sich an kreative Menschen. Es ist sehr Bier und Brettslich, das heißt, wenn man abends mit seinen Freunden gemeinsam zusammensitzt und die Brettspielrunde fällt aus, kann man das sehr schnell erklären. Man kann sehr schnell eine Runde spielen. Ich finde aber auch, es bietet sich vor allem für Neulinge an, die auch noch vielleicht ein bisschen jünger sind. Ich möchte hier gar nicht absprechen, dass man das nicht spielen kann, wenn man älter ist.
Das meine ich, wie gesagt, nicht. Aber wenn man so gerade 11 Jahre alt, 12, 13, 14 ist, so in dem Dreh, das wird sicherlich auch den Zeitgeist treffen. Gerade dann, wenn man sich die Waffen später hinten anguckt mit den Vermerken oder auch die, ja, Settings, die dann schon da sind, ganz hinten im Regelbuch. Das sind Vorschläge, mit denen man dann spielen kann, Abenteuervorschläge. Es werden allerdings auch in zukünftigen Sachen, in zukünftigen Publikationen werden weitere Settings vorgeschlagen, die sich teilweise auch daran richtet, dass man ja in einer Schule dann mit speziellen Fertigkeiten ausgestattet ist. Also so dieses X-Men-Feeling, wenn man so mag. Das wird dann im zukünftigen Verlauf wird dazu noch etwas kommen. Aber dazu würde ich dann in einem weiteren Video kommen, wenn die Publikation draußen ist. Es gibt zusätzliche Regeln, wenn man zaubern möchte. Und das ist natürlich nicht in jeder Welt ist das natürlich nicht gegeben, aber wir sind in einem Universalsystem und dementsprechend könnte es eben auch sein, dass man mal zaubern muss und auch dazu würden dann Regeln auftauchen. Die Zaubersprüche könnte man dann auch gut auf diese Fertigkeitskarten schreiben, wenn man dann beispielsweise Feuerbälle casten möchte oder mit Schlangen sprechen. Was auch immer man jetzt aus einem Harry Potter-Universum oder ähnlichem übertragen möchte, in welcher Welt man auch immer spielt, gerade wenn man dann noch X-Men ist oder so, dann braucht man vielleicht Krallen als Fertigkeit oder eine Selbstregeneration. Der Kreativität sind dann hier keine Grenzen gesetzt. Ich sagte ja bereits, dass sich dieses Spiel an kreative Menschen richtet. Es gibt natürlich auch noch ein Kapitel zu nicht nur den Waffen, sondern auch Equipment und Loot, wie das aufgebaut ist, wie man Schaden macht, auch ein Kapitel dazu, wie man mit Lebenspunkten umgeht und wie man stirbt. Lustiger Hinweis, wenn man von einer Balliste oder von einem Katapult getroffen wird, kann man das quasi überleben. Ich weiß nicht genau, wie der Körper danach aussieht, aber ganz generell wäre es möglich, dass man verletzt den Schuss mit einer Balliste aus 150 Metern überlebt. Ja, auch hier kann man sich die Seite noch einmal stoppen und dann Sachen lesen wie die Wurmbazooka, da wird man dann an Worms erinnert, den Napalm Super Sucker, Granaten, Slingshot Gewehre, eine Pflock-Armbrust, wenn man dann so ein bisschen an ja, John Sinclair denkt, oder man könnte sich den Mad-Suit ansehen mit irgendwelchen Autoreifen, Schulterklappen oder Blechschild, Rückenpanzern, mit einer Hockeymaske. Jason lässt da auch grüßen. Also man kann da sehr viele Sachen erkennen aus der Nerd-Ecke. Wer sich jetzt so ein bisschen Zeit nimmt, kann da eine ganze Menge wiederentdecken. Finde ich auf alle Fälle ganz interessant. Es ist also nicht nur für Mittelalter oder die normale Moderne gedacht. Man kann dann hier auf der rechten Seite auch so eine AK-47 erkennen, mit einem komischen kleinen Tierkopf vorne an der Mündung, sondern auch die Darkwing Duck Pistole. Wer das noch kennt, der wird sie wiedererkennen. Warhammer ist dabei, Star Wars. Es ist, wie gesagt, eine ganze Menge dabei. Irgendwelche Laserpeitschen, Railgun, Metall Storm Rifle. Wer hier kreativ ist oder sich Ideen holen möchte, der wird hier sicherlich eine ganze Menge zu finden. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann auch noch ein kleines Beispiel-Setting, wie Fuck benutzt werden könnte. Das werdet ihr dann hier finden. Unicorn Police Department, wo man dann Einhörner spielen kann mit Captain Santiago. Ja, dazu einfach mal nicht zu viel verraten. Allein dieses kleine Beispiel-Setting macht schon Lust auf mehr, aber wer sich also dieses Grundregelwerk organisieren möchte, der kann das wie gesagt tun. Da einfach dann unten in der Verlinkung mal reinschauen. Es ist Pay What You Want. Ihr könnt es also auch umsonst beziehen, wenn ihr mögt. Oder euch alternativ die Hardcover-Version im DIN A5 dann bestellen. Ihr könnt auch noch eine kleine Spende da lassen, aber ja, genau das ist das, was FUK eigentlich möchte. Das ist das, was es kann. Es wird jetzt neben diesem Grundregelwerk mit 64 Seiten wird es auch noch einige Abenteuer geben, beziehungsweise andere Settings, die dann hier vorgeschlagen werden. Und da werden wir dann in Zukunft weitere Sachen erwarten können. Ja, kommen wir zu der Bewertung dieses Grundregelwerks. Hier habe ich als erstes die Zeichnung und das Layout. Ich vergebe 3 von 5 Punkten. Es ist sehr comichaft gehalten. Das zieht sich durch das ganze Buch durch, aber das kündigt sich eben auch schon auf dem Cover an. Das heißt, das ist hier keine Überraschung. Das ist alles in dem gleichen Stil gehalten. Vorne im Buch steht drin, im Impressum, dass das Ganze dann auch gezeichnet worden ist von Manfred bzw. von Manny. Und daher, ja, das hat Hand und Fuß, das ist nichts Überraschendes.
Und das mag so ein bisschen verspielter sein, aber das zeichnet sich dann später auch in der Redaktion wieder ab. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, das passt zu diesem Buch. Es ist natürlich dann, es lässt sich natürlich nicht ganz vergleichen mit solchen absolut hochwertigen Sachen, die dann für Zeichner, ich weiß nicht, was die verdienen, aber die dann eben auch sehr viel mehr dann für Zeichner ausgeben. Das mag jetzt allerdings auch nichts Schlechtes sein, aber es kann sich dann eben auch nicht mit solchen hochwertigeren Produkten dann vergleichen. Das muss es an der Stelle auch nicht. Ich gebe hier 3 von 5 Punkten. Das Layout ist ebenso, ja, verspielt, sag ich einfach mal. Und das wird sich dann eben auch in der Redaktion und der Struktur dann auch abzeichnen, wo wir dann jetzt hingehen. Ja, ich gebe hier 4 von 5 Punkten. Ich habe das ja schon eben gesagt, das ist ein bisschen verspielt. Ich persönlich mag es nicht so gerne, wenn man auf einer Metaebene Fragen stellt an den Leser des Buches, wenn man sowas wie Suggestivfragen stellt oder wenn man dann auch sagt, dass das System Fuck toll ist, beziehungsweise wenn das irgendwie was besonders Gutes kann, weil es besonders einfach zu lesen ist. Das mag zwar irgendwo richtig sein, aber ich persönlich bin kein großer Fan davon, wenn die Autoren dann solche Behauptungen aufstellen, solche Fragen an den Leser stellen. Wenn ihr euch das Buch mal anseht, könnt ihr euch dann selbst davon überzeugen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es nicht jedem gefällt, aber diejenigen, die so etwas mögen, die so etwas gerne haben wollen, ja, die werden damit sicherlich dann auch glücklich werden. So eine Rezension ist natürlich auch immer sehr, sehr subjektiv und ich erhebe da auch gar keinen Anspruch an objektiv, richtig oder falsch. System und Setting. Ja, hier gebe ich 5 von 5 Punkten. Ich bin der Meinung, es ist sehr individuell gehalten. Ich gehe kurz auf das Beispiel-Setting ein hinten. Das ist natürlich nur eines von eigentlich unendlich vielen Settings, die man bespielen kann, weil Fuchs sich mit jeder Welt spielen lässt, aber hier dieses Unicorn Police Department ist sehr individuell, innovativ vor allem auch und einfach mal was Neues. Dementsprechend ist das definitiv ein Bonuspunkt, den ich dann hier gebe, dass das noch eben später eingefügt worden ist. Und es wird auch noch weitere, ja, nicht Regelbücher dazu geben, aber es wird weitere Ideenbände geben. Das wurde mir schon verraten, dass hier mindestens 2 Bücher in Arbeit sind und wenn die gut ankommt, dann wird Manifest Games wohl sicherlich noch weitere dazu herausgeben, die dann eben auch sehr, sehr unterschiedlich sind, diese Settingbände. Da könnt ihr euch dann auf weitere Sachen von Manifest Games freuen und wir behalten das Ganze mal im Blick. Ich gehe einfach kurz mal auf das System. Ich bin sehr fasziniert, wie einfach das System zu lernen ist. Es ist nicht nur schnell gelesen, dieses Buch, sondern es ist auch sehr schnell verstanden und ja, man kann es auch sehr schnell seinen Freunden erklären, wenn man die dann zu Besuch hat, wenn man dann ja, gerade Lust ganz spontan darauf hat, ich würde ganz gerne ein neues Spiel mit euch ausprobieren, dann kann man nicht nur die Charaktere innerhalb von 5 Minuten bauen, sondern man kann eben auch sehr viel spielen mit den verschiedenen Ideen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es ein neues System ist mit Karten, die man dann so kleine Karten, Kärtchen, Karteikarten, die man dann beschriften kann. Man kann sich die natürlich auch kaufen, man kann die allerdings auch selbst anfertigen. Und man geht weg von dem typischen Charakterbogen. Man kann allerdings auch, ähnlich wie ich das bei Ten Candles gelernt habe, man kann diese Karteikarten austauschen und beispielsweise weitergeben. Man kann seinen Freunden dann Karten schreiben, also jeder bekommt eine Karte. Man kann mit diesen Aspekten arbeiten und dann jeder sagt zum Beispiel, ihr braucht eine Berufskarte. Oder aber ihr braucht eine Zauberkarte oder aber ihr braucht eine Aberglaubenkarte, also dass jeder irgendwie mit Nachteilen spielt oder mit Vorteilen, die man dann betonen kann. Was dann auf diesen Karten steht und welches Attribut dann betont wird, das kann dann eben sehr, sehr individuell gestaltet werden. Es ist, wie gesagt, unglaublich schnell zu lernen. Ich bin kein großer Freund von diesem Pool-System, wie es dann eben auch bei Shadowrun beispielsweise der Fall ist, aber im Rahmen dieses einfachen Systems gebe ich hier tatsächlich dann doch 5 von 5 Punkten und bin hier eben auch sehr zufrieden, dass es so schnell zu lesen ist und dass das so schnell verstanden wird, dass man es also auch auf Conventions ideal spielen kann. Bin dann mal auf der Suche nach kurzen Convention-Systemen und wenn man sowas in 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden dann spielen kann, inklusive Charakterbau, dann gefällt mir sowas immer besonders gut.
Bonuspunkte, ja, ich gebe 4 von 5 Punkten. Dann kommen wir auf eine Gesamtbewertung von 16 von 20 Punkten, wenn ich hier richtig aufgepasst habe. Und ich sage, dass es durchaus eine Empfehlung gibt, wenn man sich mit dem System anfreunden kann, wenn man sich mit dem Stil anfreunden kann. Es nimmt sich vielleicht nicht ganz selber ernst, gerade wenn man dann auf die Loot-Tabellen guckt oder auf das Equipment, wenn man dann auf Star Wars anspielt, auf Star Trek, was es hier nicht alles gibt, Warhammer 40k ist mit dabei gewesen. Also es ist durch die Mittelalter, durch Gegenwart, Endzeit, Science Fiction, Space Opera, ist das alles irgendwo mit drin. Das kann eine ganze Menge, es kann eben auch Zauber dann abbilden. Ihr könntet dem sicherlich mal eine Chance geben. Ich bin der Meinung, ist es einfach mal was Neues. Jetzt gerade wenn man sich dann mal den Preis ansieht, dass man es für Pay What You Want erwerben kann oder für kleines Geld als Hardcover. Und für den Preis pro Seite ist das definitiv was, wo man sich das Buch zulegen kann und dann eben auch noch mal, wenn es weitere Systembände bzw. weitere Settingbände gibt, kann man sicherlich noch mal reinsehen und die Zukunft wird zeigen, wie Fuck dann bei euch ankommt und ob dann ja mehr dazu erscheinen wird oder auch nicht. Das war mein erster Kontakt mit Manifest Games und dem noch sehr neuen System Fuck. Ja, probiert es einfach mal aus. Also runterladen schadet sicherlich nicht. Und wenn es euch gefällt, so dass man es am Tisch dann eben auch hat, zusammen mit den Karteikarten. Ich glaube, da kann echt viel lustiger Spaß entstehen, wenn man sich drauf einlässt. Ja, gerade wenn man in der Schule ist, ich würde mal so sagen, wenn man so im Rahmen von 14, 15, 16 so in der Schule spielen, das wird sicherlich auch genau euren Geschmack treffen. Ist jetzt zumindest meine Auffassung. Oder eben für Conventions. Also das ist so in meinen Augen das, wo ich es sehe. In meinen Augen ist es sehr Bier und Brezlich. Wenn euch das also so gefällt, dann mit Freunden zusammenzusitzen und ja, viel Lachen, viel Spaß, dann würde mich das interessieren. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir würden uns dann in einer weiteren Rezension wiedersehen, wenn ihr wollt. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.